Und moin moin. Willkommen zurück. Keine Wache da. Genau, also es hat auch geklappt, ohne die Informationen beim Herr zu haben, wie ich sagte. Genau. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal rein. Auch wenn die Disziplin ziemlich drunter gelitten hat. Ach, naja, egal. Geht wieder hoch. Genauso wie meine Sprache. Jetzt kannst du schlafen und speichern. Nee, erstmal will er noch was essen. Ach. Böses Metall, ey. Ich finde das gar nicht so böse. Dadurch geht die Disziplin ja auch wieder hoch. Ja, okay, auch wieder wahr. So, gut. Kacken willst du nicht, schlafen willst du natürlich. Darfst du auch, war ja fein. Bist ja lange aufgeblieben. Bis morgen trotzdem um 6 Uhr wach für die Arbeit. Und ich speichere natürlich, ja, wie du gesagt hast. Besser ist es. Er lange geschlafen hat es nicht. Vielleicht gefühlt wirklich so 6 Stunden vielleicht. Aber wir haben Glück, dass es jetzt so blöde morgens hier ist oder so. Weil dadurch sind jetzt nur diese Geremon hier und den kann man ja doch noch relativ einfach ausweichen. Die, ja genau, ja. Ich glaube, wir müssen hier gegen Giromon kämpfen. Was, Giro? Mhm. War es nicht die, auch noch dieses Tekamon, so wie das hieß? Das ist doch fast dasselbe. Ja. Bäh. Ich hätte es zwar schaffen können, eventuell, also es ist machbar. Aber dem auszuweichen ist schon selten. Aber es ist einfach die Sache, man merkt, manche Digimon bewegen sich extra absichtlich dann, wenn man da vorbeigehen will. Ne? Und dieser kleine Bitch. Obwohl er der kleine Kampf. Meine ich damit, ja. Im Bereich halt, weil es so reingezoomt ist auch und alles. Er ist voll fies, die haben doch Feuer angegriffen, scheiß Lebewesen. Gut, dass er die aber gelernt hat, damit zieht er ja so 280 bis 300 ab. Und ist auch ein Gefecht flott. Naja, es geht. Aber Geremon ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, total viel Schaden zu machen. Es hängt doch voll. Außer Ruhe 3. Das Blaue. Ja. Es ist egal, welche Farbe, die einen da in dem Tempel. Ja. In den Erdhardt-Dschungel. Ich glaube, die können auch eine andere Farbe noch haben, aber die sind echt richtig kacke. Ja. Die halten auch total viel aus, finde ich. Aber ich meine ja, jetzt hier machen die ja eigentlich nicht so viel Schaden, dass es so bedrohlich wird. Hey, guck mal, der Händchen. Die sahen irgendwie ein bisschen billig aus, aber das sag ich ja keinem. So, wie dran geklebt. Da, irgendwie schon, sieht aus wie Flügel. Daher kommt doch dieses Gold. Nee, Platinum Supermon war das eigentlich, ne? Ah, es kann doch auch so nur Memon, oder? Egal, daher kommt wahrscheinlich die Idee der Flügel. Warum trägt das Vieh bitte ein Camping-WC mit sich rum? Weil es auslecken musste. Yeah. Aber wenn es schon benutzt wäre, dann würde ich es ja nicht mitnehmen. Es ist sauber geleckt, es ist wie neu. Ist es neu? Nein, mit Geremon und Zunge gewaschen. Okay. Da war eine Tür, ne? Soll ich da erstmal reingehen? Ja, ne? Ja. Oh, ja. Ich wollte schon sagen, geht gar nicht auf, aber tut sie doch. Es wäre auch schön, wenn die Fabrik statt 1 oder 2 oder so stehen würden. Na? Ich sehe noch nichts. Da ist auch nichts. Hier ist jemand. Wer ist da? Das ist Giromon. Hä? Ich lasse den bösen Rechner abstürzen. Diese Kettensäge. Ja, es hat aber seine Bombe nicht in der Hand. Ja. Das ist er. Hey, was tust du da? Ja, kaputt machen. Ich mache alles kaputt. Alles, was böse ist. Oh nein, es ist verrückt geworden. Ein Ultra-Digimon und wir müssen es aufhalten. Hehehe, ich zerstöre euch alle. Ich würde mal sagen, das ist da eigentlich so... diese Explosion wohl durch seine nicht vorhandene Bombe sind. Ja, und obwohl Giromon ja relativ böse aussieht, ist es tatsächlich ein Serum-Digimon. Ja, es will auch nur das Böse zerstören. Ich komme mal gegen deinen Rechner. Musst du aufpassen. Entschuldigung. Das passiert halt, wenn man hier so sitzt. Ja. Ja, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, ich mag ja Giromon eigentlich so, ne? Also ich finde es jetzt nicht unbedingt scheiße. Ich stelle aber gerade fest, es hat zwei verschiedene... Hände so. Also der eine ist so Devimon-artig da, der Arm. Siehst du das da mit der Kettensäge? Und der andere ist so metallisch. Sagen wir einfach, der eine ist muskelbepackt und der andere ist schlapp.
Ja, oder das. Geht auch. Nur jedenfalls, ich finde es schade, dass es bis jetzt nur in Digimon Adventure 2 mal aufgetaucht ist und sonst ja gar nicht so wirklich, ne? Also, dafür, dass nur Mamemon öfter auftaucht. Also würde ich jetzt auch einen schlechten Witz ablassen, würde ich sagen, Geromon ist... Ach, Geromon. Giro. Ja, ja. Giromon ist Rechtshänder und weiß damit umzugehen. Weil sie so stark ist. Ich würde einfach sagen, weil er diese Kettensäge hält in der rechten Hand. Ja, aber du verstehst ja, doch diesen Mythos damals. Ich wollte trotzdem sagen, und in der linken hat er ja meistens nur so eine Bombe, die ja wie gesagt hier entfernt ist. Da er jetzt schon zwei Attacken eingesetzt hat, die wir glaube ich auch lernen können. Ja, sollte machen. Ja, das war ja jetzt wieder Beschiss, weil er so lange gebraucht hat. Scheiß Metallkeimern in dem Punkt. Okay, gut, das gibt. Na, ist doch gut. Und wie das? Nur wie gesagt, also da hat er jetzt eben zu lange gebraucht. Ich habe nämlich eigentlich rechtzeitig gedrückt und er musste ja wieder warten. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er trotzdem diese, ich nenne es mal trotzdem Handgranate oder Bombe, ist mir ja egal. Ja toll, und jetzt greift er natürlich nicht an, Penner. Warum er die nicht in der Hand hat? Ja, jetzt hat er sie in der Hand. Okay, ah gut. Okay. Ja, ja, bei ihm war das so scheiße. Also es geht, ich hatte ja Giromon auch schon mal, also die läuft noch rein. Diese Bombe bleibt dann nämlich liegen und bei so einem kleinen Feld wie hier, wobei das ist jetzt nicht das kleinste Feld, da ist es jetzt natürlich schon scheiße, aber als ich mal Giromon selbst hatte, ist der Gegner kaum reingelaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na, ich mach das jetzt nicht, ist scheißegal, trifft doch trotzdem ab und an. Nee. Da, siehst du? Außerdem besteht so die Chance beim Zurückverwandeln, dass er dann vielleicht von einer stärkeren Attacke mal nicht getroffen wird. Meinst du so? Naja, bei der nicht. Dafür dauert die zu lange. Okay. Ah. Lässt sich halt nicht ändern. Gut. Aber wir sind schneller. Naja, nö, jetzt warte ich nochmal. So, ich drücke. Kann mir eigentlich jemand verraten, warum das verdammt nochmal Gigakralle heißt? Ist doch eindeutig eine Rakete, oder? Ich wollte schon sagen, die war es nicht getroffen. Trotzdem wird es getroffen. Nie was verteidigt. Oh, oh. Jetzt hier, mach nochmal zweimal deine Hebebühne da. Und nochmal. Los. So. So schwer war es ja gar nicht. War ja eigentlich ganz einfach. Ja. Und weil ich gut Items geholt habe. Oh ja, aber eigentlich war es schon noch einfach. Na, per Ship. Evolution. Ja. Das war, glaube ich, dieses eine da eben mit diesem Programm gedüngst. Oh, ich verliere Energie. Wir verlieren Strom. Ich bitte Andromon, das Abwasser der Fabrik abzustellen. Aha. Okay. Ich weiß nicht, aber dafür, dass Andromon uns ja eigentlich recht blöd angemacht hat, wollen wir ihn bitten? Ja, also ich würde sagen, wir nehmen den Metall... Wobei, der trifft ja alle. Also ich bin dafür hitzefrei vielleicht. Das ist jetzt nicht ganz so... Machen wir eben einen auf Metall hier. Hier, das ist ja gerade alle Metall. Also Maschinen. Wie, und du liegst da jetzt tot rum? So? Ja? Okay, gut. Nimm die Säge mit. Ja, will ich ja, geht aber nicht. Langweilig. Ich glaube, da oben ging jetzt auch groß nichts weiter, oder? Aber weil wir jetzt schon mal hier sind und ich das mit der Wache jetzt nicht im Kopf habe, gehen wir mal hin. Boah. Ja, und deswegen auch. Das ist auch ein Raum. Ich glaube, das war der Raum, wo man sich selbst metallisieren lassen kann, mit wenn man ein bestimmtes Digimon hat, oder? Das ging doch gar nicht, oder? Ja, doch, doch, mit irgendeinem Ding. Ich glaube, das ging mit Metall Mamemon, oder? Und dann auch wahrscheinlich mit Metall Greymon. Nee, Metall Greymon hatten wir mal probiert, da dachten wir ja damals, dass es... Dann war es, glaube ich, Metall Mamemon, ne? Ja, meine ich nämlich auch. Ja, ich gehe da jetzt kurz nicht durch, weil ich glaube, ich weiß nicht, also wenn es so ist, wie du nur sagst, dann lohnt sich das ja eigentlich nicht. Also ich meine ja zumindest, dass es der Raum ist. Ja, hier ist wahrscheinlich gar nichts mehr, oder? Hm. Alter! Ich stehe super gut verpackt in meinem Metall-Greymon. Ah. Ich gehe dann jetzt einfach hier durch, dann müssen wir die halt platt machen. Mein Gott, was soll's. Hab noch Zeit. Weil hier komme ich definitiv nicht dran vorbei, denke ich. Wobei, warte mal. Doch, das könnte klappen. Ja, wenn es so viel ist, nein.
Jupp. Na? Wieso gehst du nicht auf? Hallo? Stehe ich dir zu blöd vor? Oh, toll, Schrott. Okay, nein, hier war gar nichts, außer Chips und so. Das ist gemein. Oder mit dem konnte man reden. Da oben. Ich glaube nicht. Glaubst du ernsthaft? Ich meine, das muss der Raum sein. Oder ist dann später da, wo Giromon ich glaube, da, wo Giromon dann war. Na gut. Ja, das war jetzt kacke, weil das Vieh ja unbedingt auf einmal andersrum musste. Ja. Naja, gut. Egal. Ihr habt gesehen, wie man es macht und ihr habt gesehen, wie man es nicht macht. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Yay! Ja. Und zumindest noch ein bisschen sinnvollere Items. Also zumindest eins davon. Och, Menno, ich hab da keinen Bock drauf. Immer sind wir die Angefickten, die hier. Ja, das kotzt mich an. Mir sagen, ich... Ja, aber es ist doch irgendwie blöd, dass die mit jeder Attacke uns irgendwie immer so dutten oder das da, ne? Nein, es ist diese scheiß Attacke. Oh, die wäre besser. Ich finde Hebebühne vielleicht besser. Mach mal Hebebühne. Ah. Erstens zieht sie auch genauso viel ab und zweitens braucht sie auch nicht so fürchterlich lange. Ne, deswegen hau die eine dann gleich wieder raus. Ja, vielleicht lernen wir ja das da. Schön wär's. Oder Programm löschen. Nee, ich finde das hier. Ist, das ist ein haben sie auch noch nicht eingesetzt. Nee, das können die glaube ich gar nicht. Ach, schade. Ja, ne, da fällt mir gerade ein. Hm? Obwohl, nee, nein, nein, schon gut vergessen. Ja, den können wir auch. Also haben wir, aber den kann er nicht so. Danke so. Eigentlich, wenn ich das ja mal gleich hinkriegen könnte, könnte ich ja mal gleich testen, ob er wirklich mit dem Gigaschlag 2 angreift. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das soll einfach nur mächtig aussehen, weil es gleich mit Metall ist. Haha, selbst erwischt. Hm. Also den Typen da erwischt. Das andere Vieh hat sich verteidigt. Ja, genau. 2 gegen 1, das sind die auch cool, ne? Ja. Ist einer immer da. Wieso greifst du denn jetzt das die ganze Zeit an, du Penner? Alter, das macht doch voll keinen Sinn. Jetzt auch egal. Ja, eigentlich sollte er es ja jetzt machen, ne? Ja. Toll. Das ist das, was ich so scheiße finde. Ich drücke Viereck, er läuft noch bescheuert rum. Und dann erst, wenn der Gegner angreift. No. Und wieso macht er jetzt das, wenn ich auf ruhig Blut bin? Ist doch bescheuert. Aha. Angriff doch nicht. Aber wir haben uns verteidigt. Immerhin also. Etwas. Ja, aber jetzt läuft er ja wieder doof im Kreis darum. Ja, du kannst da nicht weglaufen. Mach doch mal was. Dreh dich doch nicht doof im Kreis. Oh, nicht getroffen. Hallo, Metallgreymon, du kannst da auch weggehen. Nein, das ist... Ja, und das verteidigt sich andauernd. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Greif doch mit irgendwas an hier. Es scheint doch keine MP mehr zu haben. Ja, aber es scheint sich offensichtlich super zu verteidigen. Ja. Ich verstehe nicht, warum Metallgreymon da jetzt die ganze Zeit so dämlich hing. Das war nämlich auch doof. Ja, war's auch. Lerne ich wenigstens. Fickt euch doch, Alter. Oh. Was sind denn das für blöde, dämliche Mülleimer? Musst du mal ein paar Schrauben locker machen. Die haben eine Schraube schon locker. Aber mehr als eine. Ja. Ich glaube aber, wenn wir mit Andromon gesprochen haben, kommt man danach da auch einfach wieder durch, denke ich, bei der Wache. Ne? Naja. Nachdem wir mit Andromon gesprochen haben, müssen wir sowieso. Mann! Weil da schon wieder so ein blöder. Immer mit der Ruhe. Kann ich doch nichts dazu. Immer mit der Ruhe. Ich hab das hier von hier nicht so. Ich dachte, das wäre ein Weg, aber war ja so eine scheiß Wand, Mann. Ja, mein Gott, der wird ja jetzt hier nicht so blöd sein, die ganze Zeit da in der Ecke hoffentlich nicht rumlaufen, oder? Weiß man. Ach, da wollte sie rausnehmen. Wollte ich gar nicht rausnehmen, du hast das gesagt. Ich hab gesagt, ich nehme die dann raus. Solltest du halt rausnehmen. Ach, gibt was Schlimmeres. Jeder Attacker hat ihn in den Arsch gerettet. Ja, mit der Hebebühne hat er ja wohl überhaupt nicht mehr getroffen. Mach dich nicht über mich lustig. Es ist ja auch ein schweres Wort, das war nicht über dich lustig, Mann.
guck mal, sie ist doch sowieso, es kommt doch gar nicht mehr dran. Ich verstehe nur nicht, warum das seine stärkste sein soll. Sieht eigentlich auch nicht viel mehr ab, aber gut, egal. Ja, gegen sowas ist klar, ja, auch und vergiftet. So, oh, wenn wir das. Aha, dagegen hilft das nicht. Doch. Ah, wollte schon sagen. Ey, wieso verteidigen sie sich denn bitte alle dagegen? Ey, das ist ja wohl. Hier, komm, jetzt können wir aber platt machen. Im Popo. Ah, das ging mal bei dem Garderoman aber eben auch total. Jedes Mal, wenn du angegriffen hast, hat sich verteidigt, ey. Ja. Na, jetzt bist du Matsch. Jetzt bist du nicht mehr so aktiv und hüpfst dir durch die Gegend. Doch. Nee, wir, aber das schießt doch nicht. Naja, das ist der Versuch noch zu entkommen. Kaugummi, ja, wie gesagt, ich dachte, hier könnte ich und naja, war dann halt nicht so. Ja, jetzt ist hier aber das andere noch. Ah. Oh. Ey, das ist doch wohl richtig die Kotze hier, Alter. Ja. Ich stehe mal mit Heilgrämon und das Vieh bleibt so blöd da stehen und kaum will ich gegen, bewegt es sich wieder. Manche Ecken sind in dem Spiel halt schon irgendwie scheiße. Ach, das machst du auch mit Absicht, um den Baden zu schrecken. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich wollte jetzt selbst eigentlich da die Story weitermachen. Vor allen Dingen, weil ich glaube, wir müssen hier ja nochmal hin. Richtig, nach 24 Stunden. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ja, lass mich doch. Oh. Ja, was macht denn mit Heilgrämon da schon wieder? Dumm im Kreis laufen und wenn der Gegner angreift, kommt er auf die Ölkunde Opa angreifen. Tolle Idee. Ja, da, siehst du? Ich laufe dort im Kreis. So. Vielleicht will der Gegner angreifen? Oh ja, ich kann ja auch angreifen. Da ist ja was. Blöd im Kreis. Ey, wieso verteidigen sie sich denn da immer? Ey, das kommt mir total an. Diese Hebebühne. Ha, nichts damit verteidigen, ne? Dreht sich im Kreis wie ein Dreidel. Dreidel, Dreidel, Dreidel! Nein, ich weiß nicht, oh, bitte nicht. Okay. Das kann ich jetzt nicht ab. Aber das ist voll kacke. Ja, hier siehst du, jetzt haben wir uns auch mal verteidigt. Du tust mir weh. Oh, sorry. Machst du den Fuß da ja, das muss aber gerade, weil wegen dem scheiß Stuhl hier. Ja. Sei schneller. Es ist schon wieder so eine Scheiße. Ich drück Viereck, aber nein, ich bin Metallgrämon und ich laufe erstmal nochmal eine Runde im Kreis. Und dann erst, wenn der Gegner angreifen will, dann sitze ich mein... Diese Hebebühne ist aber scheiße, ganz ehrlich. So einfach zum Abwehren, ja. Was heißt so einfach zum Abwehren? Ich meine, die Gegner wehren die irgendwie ständig ab, oder? Ja. Habe ich so irgendwie im Gefühl. Ich meine, ich habe noch nie eine Attacke erlebt, die so oft abgeblockt wurde wie das jetzt. So, von 5-mal eingesetzt wird sie nur einmal nicht geblockt. Na, ich finde, was das öfter abgeblockt wird. Was denn? Ja, auch wieder Matsch. Ah, trotzdem, also ich weiß nicht. Toll, die eine Technik, die wir haben, ist also schon wieder, Alter. Wie war's? So schön und sauber geleckt. Ja, ja, ich weiß. Nur ich meine, die eine Attacke dauert zu lange und die andere wird dann dauernd abgewehrt. Ja, super, toll. Will ich mit dir den Endboss machen? Ich würde lieber mit Tyrannomon und Feuerspeier drauf gehen, ehrlich. War das jetzt nicht hier? Nee, ja. Da. Ich meine hier unten da, oder? Ja, achso. Das sieht so komisch aus. Darf mich auch mal vergucken. Ja. Ja, bis jetzt war der Partner von. Ach nö. Da feiern noch was. Haha. Aber diesmal hat's geklappt. Stimmt, weil als wir reingelaufen sind, waren hier noch Geremon. Da war es einfacher. Ja. Aber gut, es hat ja geklappt. Boah, was ist denn das für eine Scheiße? Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, Geremon hat es ja vorher sauber gemacht. Also passt das. Vielleicht gebe ich auch ein anderes hin. Nein. Du nimmst es immer von oben. Nee, Platinum sogar mal. Genau, guck mich blöd an und bleib da stehen und lass mich durch. Gute Idee. Wenigstens hast du es durchgelassen. Na komm, du weißt, wer dieser Sound ist. Och Menno, und was ist das jetzt? Das ist doch auch blöd. Ich glaube, das Spiel mag dich nicht. Ja. Boppi. Ah, doch, es mag dich. Oh Gott, bin ich erleichtert. Mag es dich? Mag es dich nicht?
Also jetzt zumindest zum Ende im Glück. Also ich meine, gut, es wäre schöner gewesen auszuweichen, aber seien wir ehrlich, das war fast unmöglich, Alter. Das stand ja genau fett im Weg. Aber gut, von 3 nur auf 1, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, jetzt muss er natürlich nur wieder treffen. Ja, wenn man erst angreifen will, wenn der Gegner schon vorher die Attacke startet, weißt du, mit Heilgrämer, und das ist dann immer so eine intelligente Sache, weißt du? Ja, ja, genau das. Was ist denn das, Alter? Wieso fängt er denn jetzt erst an anzugreifen, wenn der Gegner schon die Attacke gestartet hat? Also, ich darf doch eigentlich erwarten, dass so ein Metallgrämer... Ja, warum zog das jetzt nicht? Ich denke mal, wir machen uns vielleicht zum nächsten Tag Skullgrämon einfach aus Prinzip. Ja, wahrscheinlich, weil ich meine, ich weiß nicht, ich bin von dem Metallgrämon hier gerade immens enttäuscht. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei Pokémon, was so diese Volltreffer-Garantie angeht, weißt du? Jedes Mal, wenn der Gegner irgendwie so seine Attacken einsetzt, indem du irgendwie hier paralysiert wirst da und dich nicht bewegen kannst, klappt das auch. Sag doch einfach Prinzip Hornbohrer und sowas. Nee, ich wollte Volltreffer-Prinzip sagen, das finde ich genauso. Ja, die K.O.-Treffer, die sind... Ja, gerade im Stadium, ne? Ja. Da funktionieren die immer. Aber also, nur, wenn man sie selbst abbekommt. Ja, natürlich. Und im Spiel selbst finde ich die nicht so schön, da funktionieren die nicht immer, aber im Stadium dauerhaft. Deswegen ist Stadium ja auch ein Scheißspiel. Ja. Wie das Note 1 oder 2 gekriegt hat, das ist mir ein Rätsel. Da ist nicht viel besser. Ja. Ja, warum hast du nicht eben dein Finish voll gehabt? Aber nein. Ja, aber yeah. Und das hat er schon wieder abgewehrt. Ja, ja, klar. Und dann drücke ich jetzt und dann setzt es da was ein oder kann es nichts mehr? Doch, es kann auch was. Das ist es mir nicht wert. Ey, guck mal, wie lange das gedauert hat. Obwohl wir den schon angegriffen haben, durfte er noch angreifen. Also, schnell ist diese Hebebühne nicht, wie du gesagt hast. Da ist dieser Metallsplitter eigentlich schnell auch. Aber wenigstens kann die Hebebühne nicht so einfach gekontert werden. Wenn die nämlich ausgeführt wurde, dann... Ja, aber das bringt mir auch nicht viel, wenn das Vieh sich verteidigen kann. Ja, ne? Das natürlich. Klar. Ja, jetzt ist da gleich aber auch wieder dieses Gardum. Aber eigentlich müsste man doch dran vorbeikommen. Das ging doch vorher auch. Oh, es ist nicht da. Aber doch, da ist ein Supermon. Aber das ist mir egal, das sitzt da unten in der Ecke. Es kann auch bleiben. Kann auch wohnen, ist mir egal. Ja. Hey, voll angemault. Ich muss mich entschuldigen. Tu es später, du musst die Fabrikmaschinen anhalten. Gut, mache ich. Fragt überhaupt nicht warum. Die Fabrikmaschinen sind jetzt ausgeschaltet. Gut, ich überprüfe das Abwasser. Bis bald. Aha. Okay. Ja, würden wir das noch schaffen? Ja. Willst du mal? Wegen dem Ausweichen. Da bin ich noch eine Niete drin. Der war doch, glaube ich, rechts auch, oder? Links. Links, okay. Ja, nein, nicht da drauf, Alter! Da hoch einfach nur, ganz da hoch. Nein! Jetzt hast du es schon geschafft, das war's. Dann bitte sehr. Ah, danke. Ja, aber bei meinem Glück, ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich wirklich an der Uhrzeit. Ja, wir nehmen jetzt schon drei, also das ist der dritte Part hintereinander. Ist das nicht auch schon der vierte? Könnte auch sein, also deswegen habt ein bisschen Nachsicht. Und wir haben es schon kurz vor 12. Zum Glück ist die Kanalisation wieder in Ordnung. Es wird sich jetzt erholen. Das Problem ist gelöst. Nee, das war jetzt mit mir gefallen. Irgendetwas stimmt nicht. Da, da, da. Da, da, da. Oder bei Gargomon, wenn es immer Gargoshot eintritt. Da, 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 da. Aber das ist was anderes. Vielleicht meint es dieses... Kennst du nicht das Lied? Ich da, weiß, da, ich kenn's. Da. Ich glaube, das war der einfachste Kampf so an sich. Ja. Kevin Bitsy? Ich mag das Nemon mehr als Geremon, weil mir die Farbe mehr gefällt. Nee, in der T-Shirt natürlich. Das ist ja auch besser als Geremon. Ja. Ist ja das Original. Ich bin müde. Wo warst du denn? Es klingt dümmer. Vielleicht kommt es langsam zu sich. Du nennst mich dumm? Wie unhöflich. Ich heiße Numemon. Was stimmt mit ihm nicht? Entschuldige, entschuldige Numemon. Weißt du, wer dich gerettet hat? Ich soll dir das Leben retten? Ist gut. Es begreift einen gar nichts. Aber was soll's?
Ich bin ein Retter. Cool. Bitte komm in unsere Stadt. Weißt du, wo sie liegt? Ein paar Dinge weiß ich. Ein paar Dinge. Also, um ehrlich zu sein, habe ich eher das Gefühl, das Viech hat sich über uns lustig gemacht. So erschien mir das eben, so als ob, hey, ich bin toll, und dann, ich weiß schon, wo die Stadt ist, du dummer Junge. Jetzt sagst du bitte noch einmal, weil ich jetzt nochmal zu Andromon hin möchte. Verkacke ich jetzt aber. Eigentlich musst du nur da wieder an der Seite lang, wie du das da. Achso, da ist die Leiter. Also auch wieder da, so an der Dings lang halt. Bist du einfach. An der Wand halt, doch, an der Wand nur. Da ist es am besten und du kannst dich in Metallgreymon stellen. Oh, war das nicht am besten. In Metallgreymon habe ich gesagt, nicht vor. Habe ich nicht nötig. Ja, da kannst du langlaufen, einfach da so. Das ja, geht da ach so. So, das wusste ich nicht. Ja, du musst dafür nicht diesen Bogen machen. Das wusste ich nicht. Das hätte ich mir auch mal vorher sagen. Wollte ich dir doch auch. Jawollen. Ah, guck mal, man sieht hier bei Metallgreymon gerade auch sehr gut, dass es da oben auch richtig dunkel ist, ne? Ja. Können auch im Schatten liegen, aber... Es tut uns leid, wir schließen die Fabrik vorläufig. Wegen der Unruhen kann keiner vorhersehen. Ja. Okay. Was passieren wird? Ihr könnt nichts dafür. Ich vermute, dass jemand Giromon steuert. Rechner sind zerstört worden und Abwasser ist ausgetreten. Das verseuchte Wasser hat den Digimon den Verstand geraubt. Also Abwasser ausgetreten in der Kanalisation, würde ich nicht sagen. Das war kein Zufall. Diese Rechner sind von entscheidender Bedeutung. Vielleicht ist es zu spät, aber ich glaube, jemand wollte uns erwischen. Was? Aha, da stand noch Englisch. Ja. Was eigentlich keinen What? Sinn macht, weil wir das noch nicht mal aus dem Englischen übersetzt haben eigentlich. In den Rechnern waren bestimmte Daten über die Vergangenheit der Insel. Bei Giromons Aufstand wurden die Daten zerstört. Hast du die Daten mal gesehen? Nein, aber vielleicht können wir einen Teil davon retten. Ich versuch's mal. Das wäre toll, danke. Wie lange wirst du brauchen? Eine ganze Weile. Ich werde den Stadteingang wieder öffnen. Komm später wieder. Danke, das mache ich. Damit sind wir jetzt hier erst einmal fertig. Genau, weil ich nehme jetzt noch den Autopiloten, ist klar. Ich habe keinen Bock, möchte ich da wieder den Digimon vorbeizuschlängeln. Wenn du, ich dürfte das wahrscheinlich wieder nee, weitermachen. Das hätte ich ja dann und naja. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt eine Weile warten. Du sagtest jetzt einen Tag. Ich glaube, es war ein bisschen länger. Ja, aber er sagte ja eine ganze Weile. Dann sage ich mal grob 3 Tage. Ja, also ich weiß nicht, wie alt ist unser Metallgreymon denn? Ja, schon ziemlich alt. Ja, 13 geht noch. Ja, also ich weiß nicht, also wenn es denn noch klappen würde, würden wir den nächsten Part wahrscheinlich wirklich mit der Schattenvilla machen, weil das eben das naheliegendste ist, wo man gerade ein Virus-Digimon hat. Wobei du sagtest, das mit Skullgreymon. Speicher einfach mal kurz. Wo soll ich denn deiner Meinung nach drauf gehen? In der Fabrikstadt. Ja. Gut, dann ziehen wir den Part halt einfach mal. Wir probieren es einfach mal hier jetzt on screen. Ja, wobei, das ist aber auch blöd. Da müsste ich die ganzen Items ablegen auch. Ja, okay, das ist auch wieder blöd. Weil sonst sind die ja verloren und die später zurückkaufen, ist auch blöd. Das machen wir dann in dem nächsten Part einfach auch, weil sonst zieht sich das jetzt doch ein bisschen zu sehr. Na gut, dann beenden wir den Part hier. Genau, und das nächste Mal nehmen wir dann, haben wir wahrscheinlich Skullgreymon und ja, Schattenvilla, ne? Ich würde sagen, wenn das passt. Genau. Also bis denne, bye bye.